Hallo und herzlich willkommen zu Terminator Resistance. Und ich habe den Leitfaden von Selina gefunden. Und ich weiß nicht, ich finde es super. Sieht schick aus. Vor allem sieht das irgendwie hier mit den Kratzern und sowas. Sieht viel besser aus alles, muss ich ehrlich gestehen. Sieht super aus. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das Bild wird dadurch ein bisschen schlierig. Wenn die Aufnahmen ein bisschen pixelig wären, dann müsst ihr mir das sagen. Und dann werde ich da ein bisschen wieder was ändern, weil das ist nämlich hier. Ich habe nämlich ordentliche FPS-Einbrüche. Das heißt, eine Sache werde ich dann wohl wieder rausnehmen. Aber selbst der Boden spiegelt sich in der Waffe. Seht ihr das? Linke Seite, da spiegelt sich sogar der Boden wieder. Krass. Sieht schon mega aus. Bin mal gespannt, wie es weitergeht hier. Wir müssen noch mal, ich wollte noch mal, wo wollte ich denn hin? Ich muss in diese Richtung. Ja, das ist hier welcher Auftrag? Ich habe da eine Fertigkeit. Bin überlegen, Tarnung zu nehmen. Weil eigentlich wollte ich die eine Fertigkeit überlassen für Notfall, falls wir hier noch mal hacken oder so. Hacken? Ach, hacken haben wir schon auf 3. Ja, dann ist es ja eigentlich egal. Dann nehme ich Kampf, Tarnung 2, weil dann sind wir nochmal unsere visuelle Erfassung verringert. Markiert Feinde vorübergehend mit Waffenziel. Okay, also das würde ich schon mal gerne nehmen. Weil ich denke mal, das macht dann auch viel aus in der Erkennung. Achso, warte mal, ich wollte Mission nochmal gucken. Die Codes. Aber da würde ich doch eher den Neuralprozessor nehmen. Und dann... Nee, Quatsch. Ne, erst die Codes, genau. Erst die Codes. Moment. Achso, hier, vervollständige die Codes und das hier ist mit dem bringe weg den Prozessor, vervollständige die Codes. Das heißt also erstmal den hier. Suche die Batterie. Das haben wir ja ausgewählt. Dann gehen wir die Batterie erstmal suchen. Wir müssen auf den Flieger aufpassen, der uns hier oben drüber entdecken kann. Hallo? Kommen wir hier rüber, ja. Moment, ich höre was da. Kommen wir denn bis dahin durch? Ja, bis dahin sollten wir durchkommen. Sieht das nicht geil aus? Super. Die sind aber da und ich muss da runter auch. Oh. Oh nein. So. Aber er ist da unten. Ich muss mir das mal angucken irgendwie. Also er geht hinter dem Dingens hier. Kann ich hier dran vorbeihuschen? Soll ich mal testen, wenn die wieder zurückgehen, beide? Hilfe! War das auch direkt ein Speicherpunkt und eine Werkbank? Ups, da wollte ich gar nicht hin. Das war ein Reflex.
Upsa. Bin ich schon da? Oh ja, ich bin schon da. Ach, da. Ich die Tür. Warte mal. Wo ich hier sonst was mache? Hast mich nicht gesehen? Nein. Kommt er noch hier rüber? Achso, nee, der ist klar. Ich darf speichern. Da scheint es zu sein, ja. War sehr clever angebracht. Wollte eigentlich das da dran anbringen. Wenn der mal weggehen würde hier. Au! Ah, kein G. Ach, der kommt hier nicht durch, okay. Kurz überlegen, wie das nochmal ging. Wann ist die Batterie? Working. Good. Now go look for an HK. During the attack, our team heavily damaged an HK tank. That's your safest bet. But be careful. The area is filled with Terminators. If I were you, I'd sneak past them. Ja, ich will mich auch an dem Rand vorbeischleichen. Das ist auch geplant. So, nochmal speichern. Kann ich mir noch ein paar rote bauen? ...166 Schuss. Okay, das dürfte jetzt ja wohl erstmal langen. Ich muss wieder in diese Richtung. Ich muss mal eben kurz gucken, wie weit das ist. Ach, das ist einfach nur wieder hier durch und dann da lang. Ja, hier rum komme ich nicht. Ja, so wieder zurückschleichen, wie ich vorhin, wie ich hier hingeschlichen bin. Oh, super. Ja, nett. Genau, schick doch noch mehr. Wenn ich an dem seiner Stelle, wo der jetzt ist, so eine Bewegungsmine hinstelle, ihn da durchlaufen lasse, dann kommen die ja alle hier rüber. Weil der irgendwie kommt. Irgendwie geht er gar nicht mehr. Habe ich wohl einmal gesehen, jetzt bleibt er wohl hier. Bis hier durchgeht. Ich würde eigentlich gerne hier durchgehen, aber ich habe jetzt so blöd die dahingestellt. Wieder typisch. Ah. Aber der geht jetzt nochmal hier rum, ne? Heikel, heikel, heikel.
So wie es aussieht, bewegt sich nur der hier in die Richtung und er natürlich. Und auf das Ding muss ich aufpassen. Bin nicht da? Nein. Was ist das denn da gewesen? Ach Mensch, kann ich mich hier nicht irgendwo ran vorbeischleichen? Hier so richtig so? Ich würde hier gerne was durchschmeißen, aber ich kenne meine Fähigkeit, ne? Was ist denn, wenn ich dieses hier nicht dahin schmeiße? Wow. Geht also nicht. Hat er mich gesehen? Nö. Er sieht mich hier durch, ne? Und warte mal, bis der weggeht. Schmeiß ich mal ein Stück weiter hinten eine hin. Gucken, ob die drauf reagieren. Ja. Aber der sieht mich da. Ja, da sieht mich hier. Komm mir nicht weg. Ja, ich weiß. Entschuldigung, tut mir leid. Ich bin durch dein Sichtfeld gelatscht. Kannst du dich mal beruhigen? Ich bin schon längst weg. Du siehst mich gar nicht mehr. Ach ja, das dauert ein bisschen lang. Aber was soll ich sagen? Ist ja logisch, ne? Bei hart. Extrem weich. So, jetzt hat er sich beruhigt. Guck, vielleicht kommt er nochmal hier hin. Dann werde ich dem mal ein paar Haft. Dies. Ah, die sehen mich hier. Huch. Ach ja, Gott, wie soll ich denn hier wegkommen? So nicht, Wobra, so nicht. Ich habe gedacht, der dreht sich in die andere Richtung und nicht zu mir. Darf ich natürlich erstmal wieder warten. Das ist wieder langweilig für euch. Tut mir leid, dass ich so unfähig bin. Foto perfekt. Oh. Keiner geeignetes Ziel? Boah, was stimme ich hier? Komm, ich bin weg. Guck woanders hin. Es ist ja schade, dass hier nicht siehst. Wohin die gucken.
Jetzt könnte ich gehen. Ah ne, der guckt nochmal hier hinter. Nee. Jetzt wohl, jetzt guckt der. Nee, der guckt nicht hier hin. Lauf doch! Vollhorst! Au, Mann, ey! Ich... Das ist okay. Da dreht er sich genau im richtigen Moment nochmal um. Gibt's ja wohl nicht. Das Luder. Na, jetzt kann ich übrigens wieder bei 0 anfangen, das ist wenigstens dauert. Hatte ich hier nach die gebastelt? Ja, natürlich. Ah ja, mir fällt gerade was ein. Wir haben doch die Spritze. Wo die Zeit mit verlangsamen können. Verlangsamt vorübergehend die Ausdauer? Nee, vorübergehend die Zeit. Das wäre doch mal eine Aktion. Hier sind aber keine, nicht die, da, die kommen jetzt an, ne? Ja, natürlich. Das haben sie abgeliefert. Wäre natürlich besser, wenn ich sofort losgerannt wäre. Also ich hätte jetzt schon längst da drüben sein können. Oder Rückwärtsgang. Das ist eine andere Version, ne? Ein anderes Objekt. 825V. Das ist ein T-800 normaler. Ich habe gar nicht gesehen, dass es noch andere Versionen gibt hier. Das ist auch ein 825er. Das ist wahrscheinlich ein Vormodell von dem Rückwärtsgänger hier. Der läuft komisch hier. Der, ich glaube, der mag nicht in unsere Richtung gucken. Das ist mir aber nicht, finde ich aber ganz gut so. Müssen wir dann abwarten, wo der jetzt hinläuft. Damn it, ich habe vergessen, H zu drücken. Mann, ey. So. Ich ihm jetzt hier eine Haftgranat an den Kopf schmeißen könnte, ne? Und den dann bis da hinten laufen lassen könnte und dann bumm. Foto gemacht. Ich drücke auch immer die falsche Taste, ne? Na ja, durch kann ich dann nie werfen, das bringe ich nicht. Schnell genug H drücken. Wenn die zwei sich woanders hin bewegen. Finger ist auf H. Anders bewegt euch. Achso, die sind noch in, im Alarmmodus. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das so geht. Was habe ich denn hier?
Was war das denn jetzt? Was war das? Der Flieger oder was? Mann, ey. Also irgendwann schaffe ich das schon noch. Ja, ich bin auch zu spät oder zu früh losgelaufen. Der eine hatte sich nämlich noch nicht... Warte mal. Nee, das war es gar nicht, ne? Nee, war es. Rennst du hin? Renn doch! Huch. Der Flieger hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Alles cool. Ich warte jetzt noch die Fliege da oben ab. Der ist vorbei. Schnell wieder hier runter. Puh. Okay, bis hierhin geschafft. Speichern. War zwar nicht gerade super durchgegangen. Aber schlecht war es wenigstens nicht. Wir sind da oben zwar noch im Alarmzustand, ist aber nicht so wild. Ich hoffe, der Mac, der steht noch hier rum. Also der Dingens-Mac. Ja, der steht da noch rum. Aufpassen, dass der Flieger uns nicht sieht. Okay, wir haben es geschafft, wir müssen nur noch dahin. Nun noch ist gut. Es ist ganz schön knifflig am Werden. Wo ist es? Wo sind wir denn? Bis da hinten. Oh Mann, ey. Okay, das gespeichert haben wir ja. Von daher machen wir es jetzt ein bisschen auf den Weg. Hier, Hilfe! Komm mal nicht mehr weg! Was machen die denn jetzt hier, die Autos hier? Ich bin jetzt nicht gesehen. Das Blöde ist hier mit dem Flugzeug, muss man auch noch drauf achten, ne? So, der guckt in die andere Richtung. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ich jetzt warten, bis der genau hier so.
was. Hey, Leute, Leute, Leute. Uiuiui, ich hab gedacht, die gegen uns hier. So, müssen wir denn hier lang? Ich muss hier unten rum, kann das sein? Ja, schön. Muss hier runter. Aber der steht da blöd. Oh nein. Oh oh. Wird ja immer gerne wegzimmern mit der mit dem hier, ne? Aber ich glaube, dafür habe ich dann zu wenig Muni. Kann ich hier runter? Hallo, zieh mal hoch. Der Falter. Komm, geh. Wie hat der mich denn jetzt gesehen? Warte mal. Die habe ich jetzt alle weggeworfen, ne? Ne, da ist doch der Geräuschmacher. Ja, geht das schon mal hin? Ja, nicht. Bleibt jetzt immer da, weil ich würde gerne hier rumgehen. Der bleibt hier die ganze Zeit stehen, ne? Also ich habe ja vorne gespeichert, von daher. Ah, das ist blöd, ich kann hier nicht vorbei. Wer sieht mich denn? Der, ne? Komm ich hier rum, warte mal. Nein, komme ich nicht. Shit. Hör auf zu rennen! Mann, ey. Okay. Haben wir noch irgendwas? Nee. Aber wir haben schon wieder 30 Minuten. Hallo, lass mich da durch. Wir haben wieder 30 Minuten. Von daher würde ich jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich
dann geht's rüber und bis später. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Action war ja da und ein paar blöde Szenen von mir und ein paar langweilige Szenen, aber ich hoffe, die nächste Folge wird es besser. Also bis dahin, euer Wobra. Tschüss.